Eins, warte mal, lieb. Okay, lass sie einmal los. Super. Gut gemacht. Oh. Super! Mali! Oh mein Mali. Gott! Oh mein Gott! Was? Ich hab was überall einfach deine Haare. Mali! Shit. Oh, Mahlzeit. Schön anrülpsen, den Onkel, ne? Geil. Guck mal, dafür belohne ich dich erstmal. Bitteschön. Das ist cool. Anrülpsen ist immer cool. Mali, du hast das großartig gemacht. Ich sehe jetzt zwar aus wie Santa Claus, aber ist egal. Ja, hallo, mein Name ist Christine Saarländer. Wir kommen aus Bad Soden, aus Hessen. Und wir sind heute mit unseren beiden Hunden hier, Rosi und Mali, weil beide sehr massive Probleme haben im Laufen. Also die haben beide eine Lahmheit. Und Murat haben wir gesehen im Fernsehen. Und es ist unsere Chance, dass beiden wieder gut geht, ohne dass wir Narkose, MRT, CT, wie es alles heißt, machen können. Ja. Dann starten wir. Dann starten wir. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja, ich habe... Wir fangen mit... Mit dem Mali. Erstmal erklärst du uns, wer ist. Ja, das ist der Mali. Der Mali ist ein ganz ängstlicher Hund, also sensibel und ist auf seine Rosi sehr fixiert. Sie ist älter. Wenn sie quiekt oder irgendwas macht, dann läuft er weg. Also dann lässt er sich überhaupt nicht mehr behandeln. Ach so, also er beschützt sie nicht, ja, sondern rennt davon. Nein, nein, er beschützt sie schon, aber wenn sie irgendwie was meldet und dann sieht er Gefahr. Also dann fangen wir mit Mali am besten an. Genau. Ne? Ja. Okay. Willst du kurz erzählen, woher Mali kommt? Ja, Mali habe ich als Welpen bekommen. Da war Wie alt war er? Acht Wochen war er. Den habe ich aus dem Genfbachtal von einer ganz lieben, netten Züchterin. Und leider ist mein vorheriger Hund auch ein weißer Schäferhund gestorben. Und das war so traurig für mich, dass ich natürlich einen neuen haben wollte, um mich halt abzulenken. Aber er kann das Loch in deiner Brust nicht füllen. Nein, ne? Nein, nein. Der bleibt halt einmalig. Einmalig. Und er ist auch einmalig. Er ist ganz der Kleinste gewesen im Wurf. Es gab leider... Wie, der Kleine? Guck dir mal an, wie groß er ist. Ja, aber er war der Kleinste. Er war Hallo, hat sehr wenig gewogen. Guck mal, was ich hier habe. Guck mal, Schatz. Wow. Und er ist ein Sensibelchen. Wow, guck mal. Oh, das schmeckt gut, ne? Mm, yummy, yummy. Aha, jetzt werde ich umsingle. Ja. Guck mal, Schatz, ja, das schmeckt gut, ne? Mm. Guckt mal, ich habe noch einen. Guck mal, wie schön das ist. Den schmeckt es richtig gut, ne? Warte mal, Schatz, warte. Wow. Du musst auch teilen. Deine Schwester braucht auch was. Ihr seid Geschwister. Ja. Du hast schon einen ganzen gegessen. Dann kriegst du meine Pfote. Gib mir, sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Ja. Nein, du musst schon ganz geben, nicht nur antäuschen. Mali, gib mal ganz deine Pfote. Aha, was macht der Onkel da mit der Kamera? Hä? Bis auf YouTube. Ja, Mali, der berühmt. Wunderschöne weiße Schäferhund. Ja. Im Schnee kann sich wahrscheinlich verstecken, ne? Oh je. Oh. Aha. Ach so, ihr seid nur mit zwei Hunden da, ne? Ja. Wem gehört ja der dritte Hund? Ja. Ja. Das ist richtig schön, ne? Ja. Mach mal Sitz, Schatz. Ich kriege nur Komplimente, gell, Mali? Aber Wahnsinn, dass er erst der Kleinste war und jetzt der Größte, ne? Ja. Und daher ist er so ein bisschen sensibel, denke ich mir mal. Dass und seit wann hat er jetzt die Probleme mit dem Becken? Also, er hatte zuerst die Probleme hier oben im Halswirbel. Mhm. Also, er konnte den... Das hat so angefangen, er ist einfach nach dem Wasserstrahl gesprungen, um zu spielen. Auf einmal konnte er den Kopf nicht mehr bewegen. Und dann hat der vom Tierarzt halt Schmerzmittel gekriegt, mit so ein bisschen Cortison drin und dann war gut. Dann war es besser, ja, ne? Ja, dann war es besser. Das dann so drei Monate später hat er mit dem Hund gerauft, ist auch wieder hochgesprungen und dann hatten wir dasselbe Problem. Gab es dann auch wieder ein bisschen Schmerzmittel mit Cortison und dann ging es weg. Und beim dritten Mal, das war jetzt Anfang des Jahres, kam es von alleine und Schmerzmittel hat nicht mehr geholfen. Also das, was vorher eigentlich immer geholfen hat, super, ja, wirkt jetzt schon nicht mehr. Genau. Und dann waren wir dann in der Tierklinik und da hat der MRT, wurde MRT gemacht und da wurde festgestellt, dass er einen alten Bandscheibenvorfall hat in diesem Bereich hier oben. Und dann hat er ganz heftige Cortisontherapie bekommen, über zwei Monate. Also das war eine Katastrophe, weil das war wirklich sehr hoch dosiert. Oh, Mahlzeit. Schön anrülpsen, den Onkel, ne? Geil. Guck mal, dafür belohne ich dich erstmal. Bitteschön. Das ist cool. Anrülpsen ist immer cool. Oh.
Okay, dann gucken wir jetzt gleich mal bei ihm. Du musst jetzt gleich einmal, wie bei Germany's Next Topmodel, einmal von der Wand bis zu dem Schrank hier laufen, dass ich einmal das Gangbild sehe. Ja. Und dann würde ich ihn einmal in Ruhe einmal abtasten, in dir gemeinsam. Und dann schauen wir mal, dass wir das Problem so schnell wie möglich wieder beheben können. Das wäre sehr schön. Also er hat natürlich auch extrem zugenommen, ja. Weil Mali, das hat sie nicht gesagt, du bist nicht dick. Nein, aber nur durch das Cortison. Er ist so ein bisschen aufgeschwemmt. Er überlegt jetzt gerade, ob er dir in die Küche kackt oder ins Wohnzimmer, weil du gesagt hast, er ist dick. Mali, du bist wunderschön. Mali, du bist wunderschön, Schatz. So. Jetzt lauf mal mit Mama. Ja. Kriegst du das hin ohne Leckerli, Schatz? Ja, ne? Ja, ja, Mali, komm. Komm hier. Super. Und nochmal, komm. Komm hier. Super. Mali, mal sitz. Okay. Genau, dann einmal hinlegen. Aha, er legt sich schon hin. Platz. Und jetzt soll er einmal aufstehen. Komm, Mali. Ja, siehst du schon hinten. Hinten, okay, ja. Genau. Mm, das geht immer, ne? Okay, jetzt drehen einmal zu dir mit dem Kopf. Mhm. Und der Hintern muss einmal zu mir. Super. Genau. Gut, Schatz. Hat er eine Allergie? Das habe ich jetzt heute festgestellt. Ja, er verliert schon das Ganze. Ja. Ja. Und zwar, wir sind hierher gekommen, gestern schon angereist, weil er hat auch unheimlich Stress beim Autofahren. Und das habe ich jetzt festgestellt, dass die ganzen Haare sind ja von ihm. Mhm. Tipp von mir, wir arbeiten jetzt demnächst mit Vitamin B12. Das schreibe ich euch gleich auf. Gebt ihm ein bisschen Vitamin B12, bisschen Vitamin A. Viele wissen es nicht. Vitamin A ist sehr stark in einer Rinderleber. Wenn ihr eurem Hund so 200 bis 300 Gramm Rinderleber im Monat gibt, ist er eigentlich schon komplett versorgt mit Vitamin A. Das ist sehr, sehr gut für den Körper. Viele wissen auch nicht, dass Hunde gar kein Vitamin D von Natur aus aufbauen können. Mhm. Deswegen schreibe ich euch gleich so ein paar, zwei, drei Supplemente auf. Das sind Vitamine, könnt ihr einfach im Internet bestellen. Ja. Und die verabreicht ihr dann eurem Hund, dass wir den Vitaminhaushalt wieder ein bisschen gedeckt bekommen. Das hast du doch auch im Programm. Genau, ich habe noch ein Gelenkpulver hinten. Also das Gelenkpulver ist dafür zuständig, dass die Gelenkschmiere von eurem Hund wiederhergestellt wird. Denn jedes Lebewesen hat irgendwann Arthrose. Arthrose ist nichts anderes außer Verschleiß. Ich habe es auch, aufpassen. Okay. Ne? Das kann ich jetzt stundenlang machen. Und das Gelenkpulver sorgt eben dafür, dass dieses Knacken nicht mehr entsteht und dass die Gelenkschmiere sich wiederherstellt. Dort sind alle wichtigen Nährstoffe, genauso Vitamine, die der Hund über den Tag über braucht, vollständig inbegriffen. Ne, also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt zu Hause 30 Supplemente. Ich kenne sehr viele Hundebesitzer, die das haben. Da sind 30 Supplemente in einem Schrank. Die nehmt ihr alle einfach weg. Die könnt ihr dann einem Tierheim zum Beispiel spenden und nehmt das Gelenkpulver. Jeden Tag ein Scoop einfach ins Frühstück mit rein und ihr habt den Hund komplett abgedeckt. Okay, sehr gut. Malchen. Oh yeah. Hinten ist schon eine Stelle. Wichtig ist immer, ich taste erstmal die komplette Wirbelsäule ab. Ja. Ich trigger ihn dann quasi, um zu gucken, wo der Schmerz am stärksten ist. Mhm. Aber was mir bei ihm schon aufgefallen ist, schon alleine beim Laufen, ist halt, dass er hinten auf der rechten Seite nicht so belastet wie auf der linken. Okay. Ne? Er hat hinten rechts auch schon bereits Muskulatur verloren. Die kriegen wir aber in Zusammenarbeit mit Sport. Und dreh zu mir. Und die richtige Ernährung wieder hin. Ich arbeite mit sehr, sehr guten Hundephysiotherapeutinnen zusammen und mit Tierärzten. Es gibt Tierärzte und es gibt Tierärzte. Mhm. Es gibt Hundephysiotherapeuten und es gibt Hundephysiotherapeuten. Aber eine Sache sollten sich alle einfach mal im Kopf behalten. Das Wohl des Tieres steht an erster Stelle. Ja. Ne? Und das ist das Ziel. Alles gut. Und ich kenne das selber, wenn es meinem Tier gut geht, dann geht es mir auch gut. Richtig. Okay, ich habe die Stelle. Jetzt stell dich einmal hin mit ihm. Gut festhalten vorne. Genau, ja, so ist gut. Alles gut. Alles, kleiner Schatz. Alles gut, Schatz. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Du kennst dich damit noch nicht aus. Ja. Neue Umgebung, sehr gestresst. Aber wir kriegen das zusammen hin. Guck, Mama, Papa ist da. Ja. Alles gut, Malchen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, Nummer eins. Oi. Zwei. Drei. Drei sogar. Okay. Oh. Gut, Schatz. Alles gut. Schabern, erinnere mich bitte dran, warum ich immer schwarz anziehe. Weil der Hund. Ich sag's, letzte Woche habe ich es noch gesagt, da hatte ich auch schwarz an. Ich so, warum ziehe ich immer schwarz eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Alles gut. Alles okay, gut festhalten. Alles gut, Martin. Ja, fein. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ist gut. Okay, wir nehmen sie jetzt einmal noch mit hier auf die Matte. Mami.
Genau, so gut festhalten. Ich muss einmal an die Route. 3, 2, 1. Jawohl. Gut gemacht, Schatz. Hui, fein. Gut. Alles gut, mein Kleiner. Fein, Mann. Yeah, ich sehe einfach aus wie dein Bruder. Ja. Geil. Gleich ganz, gell? Okay, okay, lass sie einmal vorne los. Ja. Ich heb sie einmal vorne hoch. Mhm. Genau. Ah, fein, Mali. Warte, Mali. 3, 2, 1. Warte, Mali. Okay, lass sie einmal los. Super. Gut gemacht. Oh. Super! Mali! Oh mein Mali. Gott! Oh mein Gott! Was? Ich hab überall einfach deine Haare. Mali! Das ist wie, als hätten wir miteinander rumgeknutscht. Mali! Ja. Boah! Boah! Fein gemacht! Ja. Super, komm mal her! Ich hab jetzt, glaube ich, einen neuen Hund. Ja? Das ist Hund Nummer 4 dann. Schaban, erinnere mich bitte dran. Ab morgen, ich mache nicht meine Haare und ziehe mir nichts Schwarzes an, weil durch dieses Haarspray, was ich auch im Haarbad habe, kleben die ganzen Haare. Eigentlich habe ich das immer, guck mal, wie Son Goku. Eigentlich habe ich das nur, wenn ich Katzen behandle. Boah, dann siehst du immer aus. Ha, Mali, Respekt, Alter. Okay, jetzt lauf mal mit ihm. Jetzt müssten wir schon eine leichte Veränderung sehen. Mali, komm. Ja. Ja. Halt euch. Und guck, er wackelt jetzt mit dem Arsch. Ja. Und das ist jetzt nur nach der Behandlung, ne? Das dauert jetzt ungefähr so 4 bis 6 Wochen, ja, bis wir eine deutliche Verbesserung merken werden. Ich denke mal, der Zustand, mit dem ihr heute gekommen seid, so 40 bis 50% kriegen wir hin, ja, nach 4 bis 5 Wochen. Und dann kommt ihr am besten in 3 Monaten nochmal. Dann wiederholen wir das Ganze nochmal. Aber ich schreibe euch jetzt natürlich nochmal die Supplemente auf, die ihr eurem Hund gibt. Ja. Dann nehmt ihr bitte vorne noch ein Gelenkpulver mit. Mhm. Das empfehle ich jetzt nicht, weil es mein Produkt ist. Ne? Leute, die mich halt kennen, wissen, ich bin kein Unternehmer oder Verkäufer, sondern ich will am Ende des Tages nur das Wohl von dem Tier. Ja. Und da ist wirklich einfach alles drin. Ich bin so überzeugt davon. Wir haben das. Genau, kannst du vorne eine Dose mitnehmen. Ich bin so überzeugt davon. Wir haben mittlerweile über 1000 Hundebesitzer, die davon überzeugt sind und das ihrem Tier jeden Tag verabreichen und sagen, ey Murat, dem Hund geht es dadurch halt viel, viel besser. Ja. Ne? Einfach versuchen. Ich sage immer, es gibt viele Zweige, an denen man sich festhalten kann. Man muss halt den richtigen für sich finden. Mhm. Für einige Hunde ist Akupunktur mega gut. Bei dem anderen schlägt es halt nicht an. Für manche Hunde ist eine Ultraschalltherapie gut, bei anderen halt nicht. Für einige ist viel Bewegung gut, für den anderen weniger. Ne, aber ich glaube, bei Mali wird das Gelenkpulver ihm wirklich helfen. Ne, und wenn wir da halt zusammenarbeiten, das ist immer das Wichtige, was ich halt immer wieder betone. Ihr kommt nicht hier hin und bezahlt eine Behandlung und seid dann weg. Ihr habt das bestimmt schon beim Service halt gemerkt, bei der Anfrage von dem Termin. Ihr werdet halt rund um die Uhr von uns betreut. Wir gehen wirklich auf alle Fragen ein. Wir unterstützen euch bei der Prozedur nach der Behandlung. Wir sagen euch auch, geht bitte auch zum Tierarzt, macht ein aktuelles Röntgenbild, schickt uns das zu. Also, dass wir halt langfristig ein Ergebnis haben. Mein Ziel ist ja für die Zukunft, dass die Leute zu mir kommen und sagen, ey, Murat, du bist nicht meine letzte Anlaufstelle, sondern du bist meine erste Anlaufstelle. Ja, ja. Dass wir in Zusammenarbeit mit den Hundebesitzern einen Weg finden, den Hund von Beginn an problemfrei zu bekommen und nicht erst mit dem Problem beginnen. Ja. Versteht ihr? Und deswegen erst in 3 Monaten kommen und dann nur 2-mal im Jahr. Mhm. Und für die Leute, die das nicht wissen, wenn ihr eine Tierkrankenversicherung habt, die übernehmen die komplette Behandlung bei Bone Sense Animals. Würdest du für ihn kochen? Natürlich. Wenn ich dir das aufschreibe, so für 6 bis 8 Wochen, damit der Muskulatur aufbaut? Klar, mache ich. Weil ich sage ja immer so, du bist das, was du isst. Ja. Und wenn wir ihm die richtigen Nährstoffe zugeben, dann haben wir ein besseres Ergebnis. Natürlich. Ja? Gerne. Sehr gut. Okay, dann schreibe ich das eben einmal auf. Mali, du hast das großartig gemacht. Ich sehe jetzt zwar aus wie Santa Claus, aber ist egal. Ja. Er bekommt 500 Gramm Hähnchenbrust. Dann 450 bis 550 Gramm süß oder normale Kartoffeln und 2 Möhren. Du schmeißt das alles bitte mit Schale in einen Kochtopf. Ja. Deswegen ist auch gut, dass dein Mann dabei ist, weil ich glaube, du brauchst neue Kochtöpfe. Okay. Ich glaube, so Kochtöpfe von Zwillingen oder so, die sind richtig gut, habe ich gehört. Die sind ungefähr so groß. Du brauchst diese Zwilling-Kochtöpfe. Genau, du brauchst einen Zwilling-Kochtopf. Ja. Ne? Ja. Genau, weil mit den anderen kannst du das nicht kochen. Zwilling ist richtig teuer, ne? Guck, hier, richtig teuer, richtig teuer.
Zwillingkochtopf brauchst du auf jeden Fall. Ne, guck mal, ich tue dir auch noch was Gutes. Und da schmeißt du einfach, aber den großen nimmst du, nicht die kleinen. Du brauchst ein bisschen großen, diesen, für Chefküche brauchst du den. Genau. Dann schnibbelst du alles, die Kartoffeln und die Möhren, schmeißt du da rein. Das Hähnchen dann auch. Dann lässt es ungefähr 20 bis 35 Minuten kochen, bei mittlerer Hitze, so dass die Kartoffeln und die Möhren schon zu durch sind. Dann holst du die raus und kannst daraus so ein Kartoffeln-Möhren-Püree machen. Ja. Und dann nimmst du das Hähnchen, das ist sehr, sehr zart. Kannst du übrigens auch essen. Sehr zart, das ist dann wie so Pulver, kannst du dann so auseinanderrupfen und gibst es dann, teilst es dann auf zwei Mahlzeiten auf, das, was ich jetzt. Wenn du das Essen servierst, ne, ihm quasi dann gibst morgens und abends, nimmst du einen Teelöffel Olivenöl, rührst es drunter und gibst ihn. Okay. Zum Morgen, also morgens, kriegt er immer 2 Gramm von dem Gelenkpulver, einfach jetzt auf eine unbestimmte Zeit, bis wir merken, dass es angeschlagen hat bei ihm. So, das ist einmal deine Hausaufgabe. Okay. Guck mal da, Schatz. Ja, oh, da, Schatz. Ich habe noch nichts für dich. Ich gebe dir gleich was. Mali, du musst da hingucken. Mali, guck mal da. Sag mal, hallo Leute, das war jetzt mein YouTube-Video mit Mali. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kanal abonnieren. Das Video liken und bitte kommentieren. Tschüss! Tschüss! Super! Gut? Ja. Die Rosi. Ich gehöre nicht hier dazu, nein. Ah, wo ist denn der andere Schatz? Ja. Ey, jetzt denkst du, du bist Außenseiter, genau. Ne? Nein, Schatz, ich kusche gleich mit dir.